Ist Frieden wirklich nur denkbar, weil es nicht Krieg ist? Was war vor dem Krieg? Um den Klang des Friedens zu verstehen, um zu erkennen, welch akustisches Spiegelbild das friedvolle Leben hat, muss man den Klang des Krieges verstehen. In the moment when electricity returns, when we get electricity, you could hear from the men, we are walking on the street, then you heard the sound of yay! Then you start, you know, for the all night long, while you hear the vacuum cleaners, you know, and it's, for example, in the 1 o'clock in the morning, you know. Aber ich frage mich noch, hat die Politik die Macht über den Klang? Was ist denn Frieden? Und wer schreibt sein Geräusch? I never will go back to the Balkans. That is not a place for me.